So, guten Abend. Ja, heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, Mike Menke. Mike Menke ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Er ist Gutachter, unabhängiger Bausachverständiger und ist Gutachter für Gebäudeschäden. Ich warte jetzt mal, dass der liebe Mike reinkommt. Und ich will euch mal gleich vorwarnen, Mike ist sauer. Mike ist voll von, ja, nicht wirklich doch Emotionen, weil er ist mit Herz dabei, was er macht, was er tut. Aber Mike versteht auch vieles nicht, was im Ahrtal passiert. Mike ist sehr nahe am Geschehen dran und ich bin sehr gespannt, was da ist, was er uns zu sagen hat. Ich hoffe, der liebe Mike kommt jetzt auch dann bald rein. Ich glaube, das ist für ihn auch eine Premiere wieder. Da ist er schon. So, da kommt er, jawohl. Die Verbindung wird. Hallo, lieber Mike. Jetzt müssen wir dich noch hören. Unten links ist Stummschalten oder. Ja, du bist, warte mal, ich schalte dich mal. Mike, du musst unten deine. Versuchst es nochmal? Du musst so deine Stummschaltung aufnehmen. Jetzt höre ich dich. Ja. Jetzt hören wir Hallo. Dich. Hallo. Guten Abend, lieber Mike. Hallo. Hallo. Mike, wir kennen uns auch gar nicht so lange. Wir sind zusammengeführt worden von einer. Ja, auch einer Helferorganisation, die sehr viel im Ahrtal auch Gutes bewirkt. Mike, ich habe dich eben schon mal kurz vorgestellt, Mike Menke. Man kennt dich aus Funk und Fernsehen unter Mike Menke, Gutachter deckt auf. Das war tatsächlich auch schon vor der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und du bist unabhängiger Bausachverständiger. Du bist Gutachter für Gebäudetechnik. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hast sehr viel zu sagen. Ich habe eben schon eingangs gesagt, du bist voll von Emotionen, aber du bist auch sachlich in deiner ganzen Bewertung, wenn man denn überhaupt sachlich im Ahrtal bleiben kann, weil im Ahrtal werden die Emotionen ganz einfach geweckt. Genau, das ist immer ein Sprung zwischen Emotionen und Sachlichkeit im Bereich dem Elend, was man da halt vorfindet. Seit wann bist du im Ahrtal und warum bist du im Ahrtal? Wir sind am 16. Juli von der Stadt Sinzig nach Sinzig zitiert worden im Zuge einer Öl- und Gefahrenabwehr, die wir dort 6 Wochen aktiv betrieben haben. Das heißt, wir haben dort flüssige Gefahrstoffe wie Heizöl. Jetzt können wir dich wieder nicht. Ich sag mal, dem Entsorgung zugeführt oder auch Abnahmestellen für Altöl geschaffen auf der Nord- und Südseite der Stadt Sinzig. Okay, also du bist also richtig angefordert worden, du hast einen Auftrag bekommen und führst den heute noch aus oder was machst du heute im Ahrtal? Also wir haben circa 6 Wochen in Sinzig Altöl abgepumpt und dort flüssige Gefahrstoffe beseitigt. Und danach sind wir im Ahrtal geblieben, weil wir einfach dort auch nicht sagen konnten, wir beenden das wie ein Buch, was wir zuklappen und fahren nach Hause. Danach sind wir halt im Bereich der freiwilligen Helfer dort im Einsatz geblieben bis heute mit 12 Leuten und 6 Fahrzeugen.
und führen da Tätigkeiten aus im Bereich der Abwasserleitung sowie auch im Bereich der Gebäude und versuchen dort tatkräftig halt zu unterstützen. Ich bin zurzeit im Ahrtal aktiv und setze mich für Leute ein, die einfach keine Möglichkeiten haben, ein Sachverständigengutachten zu bekommen, und versuche dort auch zu unterstützen, wo ich nur kann. Ich habe natürlich auch recherchiert über dich, ja, und komme da überwiegend auf Anklagen, ist nicht richtig gesagt, aber auf viel Unzufriedenheit, auf vieles, was du auch aufdeckst, wo du auch sagst, dein Unverständnis auch ganz klar äußerst und sagst, wie kann das sein, dass das jetzt hier passiert? Du bist, glaube ich, auch viel für Mieter unterwegs. Du bist gar nicht mal so stark in Bereich, also so habe ich das wahrgenommen, du magst mich berichtigen. Du bist gar nicht so viel für die Hauseigentümer unterwegs, sondern machst dich tatsächlich stark für die Mieter. Und so wie ich das auch kennengelernt habe, im Ahrtal ist gerade im Bereich Ahrweiler sehr viel auch Mietwohnungen, sind viele Mietwohnungen doch zu finden. Genau, wir haben unheimlich viele Leute, die vergessen wurden. Das sind einfach Leute, die es so im normalen Leben auch einfach nicht einfach hatten, die es jetzt natürlich noch schwieriger haben und verzweifelt und hilflos in der Kälte in ihren Wohnungen sitzen, wo wir einfach sagen, das kann man einfach nicht übersehen und da kann man auch einfach nicht weggucken, denn das sind Dinge, die teilweise auch vor der Flut da waren, dass die Leute einfach verzweifelt sind bei Behördengängen, bei Anträgen stellen und nun jetzt noch umso mehr Hilfe brauchen und die einfach vergessen wurden. Ne? Es wird einfach nicht berücksichtigt. Die Menschen sind hilflos, verzweifelt, sind in Situationen, die sie im normalen Leben so überhaupt nicht kennengelernt haben. Und da muss man auch einfach sagen, dass wir 5 Monate nach der Flut mitten in Deutschland an einem Standpunkt sind, wo ich einfach auch unheimlich viele Emotionen mit reinbringe, wo man einfach sagen kann, da kann man nicht weggucken, das kann man nicht übersehen, denn sowas geht einfach nicht, dass Menschen 5 Monate nach der Flut ohne Heizung, ohne Wasser und ohne Strom, teilweise schlimmer als manche Tiere, hausen und nicht leben und sich kein Mensch darum kümmert, also von den verantwortlichen Personen. Also du redest insbesondere, ich war ja selber in Sinzig, Grüner Weg, ist auch so ein sozialer Brennpunkt. Ja. Du redest auch von Menschen, die vorher in ihrem Leben Probleme hatten. Und die Probleme sind natürlich durch die Flutkatastrophe verstärkt worden. Es gibt einfach viele Menschen da draußen, die nicht wie wir gelernt haben, einen Schritt behördlich vor den anderen zu machen, sondern die waren vorher schon in ihrer Art zu leben benachteiligt, aus welchen Gründen auch immer, das haben wir gar nicht zu bewerten. Und um die Menschen kümmerst du dich insbesondere. Genau. Es ist so, dass natürlich ich von meiner Art, was zu erfüllen, behördlich teilweise auch eine andere Auslegung habe zu dem, was halt erzählt wird. Also ich kann halt nicht einfach durch eine Straße fahren, wo ich weiß, dass dort, ich sag mal, 26 Nationen leben, die alles außer Deutsch sprechen und dort im rheinländischen Dialekt irgendwas durch Lautsprecher erzähle und dann meine Pflicht sozusagen getan habe. Und das ist für mich einfach ein Punkt, wo ich sage, da habe ich nicht meine Pflicht getan, denn ich ja weiß vor der Flut schon, dass dort unheimliche Sprachbarrieren als Probleme da sich dargestellt haben. Und das ist einfach damit nicht getan. Und da muss aktiv geholfen werden. Und das ist halt nicht damit getan, dass man sagt, man kann sich im Bürgerbüro eine Nummer ziehen und alles ist gut. Dann ist eben nicht alles gut. Und wir haben riesengroße Probleme, durch den Winter zu kommen. Mike, inwiefern haben wir diese Probleme? Erkläre uns mal. Also ich habe anders. Ich habe eben ein Video von dir noch mir angeschaut, wo es um eine Mietwohnung ging. Da waren offensichtlich ja mehrere, das waren mehr Familien, mehr Parteienhaus.
Da wurde einem Mann gekündigt wegen nach der Flut, wegen Unbewohnbarkeit. Der hatte kein Wasser gesehen, aber wir wissen alle im Ahrtal, in den Häusern, die Keller sind alle, mindestens die Keller sind alle überflutet worden in den betroffenen Häusern. Und auch im Erdgeschoss, die sind halt jetzt entkernt. Wir können uns vorstellen, da gibt es keine Heizung mehr, da gibt es keine, die Stromanlagen sind defekt. So, und dann geht der Vermieter hin und sagt, wegen Unbewohnbarkeit könnt ihr nicht hier bleiben, die müssen dann raus. Und du bekommst dann offensichtlich raus, das ist auch über Akte gelaufen am 18. September in diesem Jahr. Du bekommst dann raus, nee, nee, die Wohnungen sind schon bewohnbar, aber hier will tatsächlich ein Vermieter jetzt die Flut nutzen, um die Häuser günstig, auf günstigstem Wege zu renovieren, endlich zu renovieren. Da war möglicherweise auch ein Renovierungsstau vorher und will dann die renovierten Wohnungen teurer verkaufen. Genau, Wie also kommen es die gibt da. Menschen denn zu ihren Rechten? Also das habe ich bei dir auch gesehen auf den Filmen. Wir machen uns unheimlich stark für Schwächere und für Menschen, die es einfach halt nicht so einfach haben. Und das betrifft halt sehr oft Mieter in mehrfach vermieteten Gebäuden. Und gerade in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist natürlich das so, dass teilweise Eigentümer die Flut einfach ausnutzen, um aus Mietverträgen rauszukommen, die teilweise seit 25 oder 30 Jahren bestehen, um danach einfach nicht für 6 € zu vermieten, sondern für das Doppelte. Und wir mit wirklich Erstaunen feststellen mussten, dass unmittelbar nach der Flut schon teilweise die Keller abgepumpt waren und fleißig unten große Öffnungen in die Fensterleibungen geflext wurden, um dort teure Galeriefenster einzubauen. Und Mietern und Mieterinnen mit einer Art Abfindung, Auflösungsvertrag gedroht wurde oder denen gelockt wurde, du kriegst jetzt 5.000 €, wenn du sofort ausziehst. Und wo das halt dann nicht gewirkt hat, wurde denen halt fristlos aufgrund der Flutsituation gekündigt. Dies ist nicht rechtens gewesen. Dies wurde auch mit Juristen geprüft. Wir haben die Wohnung als Sachverständigenbüro begutachtet. Die Wohnung haben keine Flutschäden aufgewiesen. Das Wasser hat funktioniert, der Strom war da und die Heizung hat halt funktioniert. Das war alles intakt. Und man hätte einfach mit einfachen Mitteln auch dort durch den Winter kommen können. Leider Gottes sind die Menschen natürlich auch psychisch am Ende und haben dann irgendwann aufgegeben. Obwohl wir uns unheimlich stark für die Leute gemacht haben. Man muss hier auch festhalten, dass man mit einer Rohrbegleitheizung ganz viel einfach an Sorgen über den Winter halt abgeschaffen hätte. Das ist Man muss. eine Rohr, also ich weiß von den Dachzeitnomaden und von den Rottgauern, dass wir sogenannte Einraumheizungen haben. Das sind Geräte, die kühlen und auch wärmen. Das kann aber wirklich nur ein Eigentümer machen, weil du ja, um die zu installieren, musst du eine Kernbohrung ins Mauerwerk geben. Das heißt, der Eigentümer muss da zustimmen. Was ist diese Heizungsform? Rohrbegleitungswärme, Genau, sagst du, also oder wir haben wie? den Eigentümer auch aufgefordert, dort zu handeln und Maßnahmen zu ergreifen für den Winter, denn die Heizungsanlage, die zentrale Heizungsanlage im Keller, erneuert wurde und intakt war. Das heißt, die Heizung lief und man hat halt einfach keine Fenster im Keller gehabt. Man hätte die Rohre einfach gegen Frost schützen müssen mit kleinen finanziellen Mitteln und dies ist halt einfach nicht passiert. Und daraufhin kamen diese bitterbösen Anwaltsschreiben mit einer fristlosen Kündigung, wo man einfach sagt, hier kosten Eigentümer die Flut aus und nutzen die armen Mieter aus, um die aus den Wohnungen zu kriegen. Und es wird halt nicht immer dort auch die Wahrheit gesagt, denn hier wird sehr oft alles auf die Flut geschoben und alles ab 1. OG teilweise völlig intakt war und die Leute trotzdem ausgezogen sind und schon die neuen Mieter teilweise zu Besichtigungen vor den Haustüren standen. Und da sage ich, das ist ein Punkt, das geht nicht. Und da muss man auch Leute vor schützen und auch Leute vor warnen, dass hier Mieter auch Rechte haben und sich so einfach nicht abspeisen lassen können. Denn hier sage ich, da ist einfach wirklich die Flut ausgenutzt worden, um die Mieter aus den Gebäuden zu ekeln, um danach doppelt so viel Geld zu kassieren.
Mike, nun sind das ja wirklich Menschen, die sich nicht wehren können. Die haben nicht gelernt, in ihrem Leben sich zu wehren. Die waren sozial auch, ich denke mal, in der Regel auch benachteiligt. Und ich bekomme ja selber sehr viel Post, sehr viele Schreiben, die mich aber eigentlich stabiler machen. Ja? Als ich diese, ich mag das hier einfach mal vorlesen. Als ich diese Sendung mit dir, also die Veranstaltung, eingestellt habe, habe ich am Donnerstag um 14.04 Uhr von einer Tine Roth, ich kenne die Frau gar nicht, und die hat ein Hundebild als Profilbild, ich denke mal, ist auch nicht deren richtiges Profil, folgende Nachricht. Hallo Beate, du machst morgen ein Interview mit Mike Menke. Damit kannst du dich ganz tief in die Brennnessel setzen, auch bei den Faktencheck Ahrtal. So wie ich auf seiner Seite gelesen habe, ist er Meister in Kanalreinigung, aber kein Bausachverständiger. Dazu hat ihn wahrscheinlich die Bild-Zeitung erkoren. Außerdem würde sehr vorsichtig sein und den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen auch in Zweifel ziehen. Mein Tipp, eine Ausrede einfallen lassen und das Gespräch absagen. Liebe Grüße vom Niederrhein, C. sowieso. Ja. Ja? Wenn ich jetzt nicht ich wäre, sondern so aus diesem sozialen Brennpunkt wäre, würde ich Angst bekommen. Ja, also würde ich mich einschüchtern lassen. Und ich glaube, das kennen wir alle, das kennst du auch. Ich habe dir die Nachricht ja auch sofort vorgelesen, als ich sie bekam. Habe ich dich ja gleich angerufen. Damit haben wir ja alle zu kämpfen, dass wir von außen angefeindet werden. Uns wird unterstellt, wir wollten Sensationsheische betreiben, wir wollten Geld verdienen, wir wollten uns in Szene setzen. Worauf führst du das zurück? Warum ist das so? Wir haben natürlich auch in den ersten Wochen schon gemerkt, was man eigentlich für Hater hat und wie teilweise Arbeiten auch sabotiert werden. Also wir sind teilweise nach 10 Stunden Arbeit zum Getränkemarkt gefahren, geschlossen und haben uns Getränke geholt und kamen wieder, da waren halt die Kabel der Pumpen durchgeschnitten. Andere Sabotageaktionen waren, dass bei uns zum Teil die Reifen an den LKWs zerstochen waren, übers Wochenende und wir da uns sehr diskret zurückgehalten haben mit Aussagen, wo dann tatsächlich ein unabhängiger Reifendienst dies bestätigt hat, dass das eine Stichverletzung am Reifen ist und keine eingefahrenen Gegenstände waren. Und dieses ist mehrfach vorgekommen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und auch in Sinzig. Und da sind natürlich ganz viele Menschen unterwegs, die einem das halt nicht gönnen. Die wollen einen einfach nicht mehr im Ahrtal haben. Und wo wir einfach sagen, wir können hier nicht fahren. Die Menschen brauchen uns, die Menschen brauchen Hilfe, professionelle Hilfe. Und solche Aktionen sind halt zum Teil leider die Regel geworden, dass man einfach auch im Bereich von Dingen, wo ich sage, wo Kommunen zuständig sind, wenn ich weiß, dass der Eigentümer zum Beispiel nichts tut und das halt auch schon gerichtlich geklärt ist in einem einstweiligen Verfahren und immer noch nicht Verkehrssicherungsmaßnahmen getroffen werden und man dann in den Kommentaren liest, ja, man kann ja selber den Müll aufsammeln. Es geht hier nicht um Müll aufsammeln, das machen wir seit 5 Monaten gefühlt und wir schippen den Schlamm mit Händen raus und liegen mit unseren Schläuchen kopfüber in Nichtschächten. Hier geht es einfach ums Prinzip und das kann einfach nicht sein und da wollen wir darauf aufmerksam machen, dass sowas einfach nicht sein kann, dass die Menschen 5 Monate nach der Flut immer noch dort in Ruinen leben und wir diese Bilder eigentlich nur aus anderen Naturkatastrophen, aus anderen Ländern kennen. Mike, ich mag mal meinen Bildschirm jetzt teilen mit allen. Weil du hast jetzt kürzlich ein Video eingestellt aus Maischoss. Das dauert gerade mal 1,5 Minuten. Hier sieht man mal wieder, wie köstlich mein Bildschirmschoner ist. So, ich lasse das einfach mal laufen. Das ist, wie alt ist das Video? Das ist letzte Woche Sonntag entstanden, wo ich mit Erschrecken wahrnehmen musste, was wir da immer noch für Zustände haben. Ich lasse es mal laufen. Ja. Maischoss,
5 Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Man mag sich gar nicht ausmalen, was sich hier für Szenen in der Flutnacht abgespielt haben. Wir müssen hier immer noch mit Erschrecken wahrnehmen, dass manche Gebäude völlig zerstört sind und nicht mehr bewohnbar sind. Die persönlichen Schicksale, die hierhinter stecken, sind kaum in Worte zu fassen. Das sieht hier aus wie nach einem Bombenangriff. Das sind Bilder, die man eigentlich nur von anderen Naturkatastrophen aus anderen Ländern aus dem Fernsehen kennt. Stimmt. Mike, danke, dass du diesen Film gemacht hast für uns. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder... Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, werte Damen und Herren. So, der lärmende Fehlstart, den Ihre aus linksgrünen Betonköpfen und umgefallenen Liberalen zusammengezimmerte Regierung hingelegt hat. Die wollten wir jetzt gar nicht hören. So, aber jetzt, das ist halt live. Mike, wenn man solche Bilder sieht, in welchen wir haben uns in Maischoss getroffen, wahrscheinlich hast du es dann deshalb auch gerade gemacht. Erzähl uns mal, wie sieht es in Ahrweiler, Bad Neuenahr, Sinzig, das ist ja jetzt mal die andere Ecke vom Ahrtal. Wie sieht es da aus? Ich sag mal, in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es Bereiche, die tatsächlich immer noch unberührt sind, wie an Tag 1, wo sich einfach keiner verantwortlich fühlt. Da haben wir auch unheimlich nachgebohrt und nachgefragt und dann kommen halt von den Verwaltungen Ausreden, es gab Eigentümerwechsel, es gibt Verwaltungswechsel. Wir wissen aber, dass in der 4. Etage halt Leute leben und wir versorgen die irgendwie seit 5 Monaten mit Aggregaten und mit Treibstoff. Alles kostenlos und umsonst und es macht mich einfach wütend und sprachlos, wenn ich mitkriege, dass drumherum gesagt wird, alles ist gut, wir reden nicht mehr über das Ahrtal. Das kann einfach nicht sein. Und in Sinzig, die Gebäude sind zum Teil sauberer, die Straßen sind sauber. Aber ich sage mal, in den Nebenstraßen gibt es genau die gleichen Probleme, gerade am Teich und Grüner Weg. Da leben immer noch Menschen, die nirgendwo hinkommen, die keine Ferienwohnungen drumherum haben, die keine Verwandten oder Bekannten haben in Sinzig und die einfach dort hausen wie Tiere und kein Strom und kein Wasser haben und immer noch keine Heizung. Und dort auch einfach der Schlamm immer noch in den ganzen Kellerbereichen zum Teil steht, wo einfach die Mittel am Ende sind, wo man auch teilweise wirklich beklaut wird, dass die Stromaggregate nachts verschwinden, wir uns gegen Plünderer einsetzen, dass wir da unheimlich publik machen, dass die Leute auch noch in der Notlage beklaut werden und wir einfach ziemlich hilflos in den Bereichen sind, gerade in Bad Neuenahr-Ahrweiler und auch in Sinzig. Mit wem hast du da Kontakt und warum fußt das nicht? Es wird natürlich gerne so gehandhabt, dass Verantwortungsbereiche hin und her geschoben werden. Die Struktur der Verwaltung, die kann ich in dem Moment auch einfach nicht nachvollziehen, denn es gibt ja wissentlich auch durch die Medien diverse Spendengelder, wo man einfach vielleicht auch in einer Verfügung Maßnahmen ergreifen kann, um den Menschen gezielt zu helfen, ohne dass man groß Anträge stellen muss, denn hier geht es um Soforthilfe und hier geht es einfach darum, dass die Menschen heile durch den Winter kommen. Und da bringt das beste Papier nichts, wenn mir die Leute, sag ich mal, in der Wohnung erfrieren. Und das sind natürlich Zustände, wo ich sage, das kann einfach nicht sein, da kann man nicht weggucken. Und man fährt ja jeden Tag im Prinzip dran vorbei. Und das ist einfach ein Ding, was mich sprachlos und mittlerweile nur noch wütend macht. Denn die Leute, die wissen ganz genau, dass die Menschen dort leben und nirgendwo hin können und einfach auch gar nichts haben. Wir hatten vor ein paar Wochen einen sehr drastischen Vorfall. Mich hat ein Mieter kontaktiert in Sinzig,
und am Telefon mir mitgeteilt, dass sie einfach nichts mehr zu trinken haben. Nichts zu trinken, 4,5 Monate nach der Flut. Da habe ich mir gedacht, was mache ich? Ne? Und in dem Moment ist das für mich auch eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nichts tue. Ich selber war ortsabwesend. Ich habe dann sofort die Amtsleitung der Rettungsleitstelle in Koblenz gewählt und denen mitgeteilt, dass mir das mitgeteilt wurde und dass ich darum bitte, dass dort Maßnahmen ergriffen werden. In dem Moment wurde dann die Feuerwehr alarmiert und ich konnte mir dann halt wirklich anhören, dass ich Missbrauch des Notrufes betreiben würde, dass ich ewig die Feuerwehr dahin schicke. Ne? Ich habe die Feuerwehr nicht angerufen. Ich habe bewusst die Amtsleitung der Rettungsleitstelle gewählt und ihnen mitgeteilt, dass 4,5 Monate nach der Flut Menschen in Objekten leben, die kein Trinkwasser haben. Die haben keine Trinkwasserversorgung. Das Trinkwassernetz ist nicht wiederhergestellt. Die leben immer noch wie am Tag 1 nach der Flut mit Kanistern und Brauchwasserkanistern sowie auch Trinkwasserflaschen. Und wir einfach auch mit dem Deutschen Mieterbund dort und der AWO in Bonn Maßnahmen ergriffen haben, die schnell gegriffen haben. Das heißt, unkompliziert wurden Trinkwasserkisten gezielt 120 Stück, glaube ich, pro Woche dort ausgehändigt bis heute, um einfach die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Das sind Sachen, da kann einfach auch kein Politiker weggucken oder kein Verantwortlicher, denn es weiß jeder. Es ist bekannt, Sinzig ist keine Weltstadt, das ist nicht Berlin-Kreuzberg. Jeder kennt sich und jeder weiß, dass die Leute dort kein Wasser haben. Und das macht mich mittlerweile nur noch wütend, wenn ich da einfach so höre, die sollen sich an den Eigentümer wenden. Wir wissen alle, dass der Eigentümer nichts tut. Trotzdem sind das Menschen, die ein Recht auf Wasser und Leben haben. Und da müssen einfach gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die unkompliziert auch den Leuten gerade am Teilchen sind, sich helfen. Ich habe gerade heute am 16. Dezember habe ich vom Kreis Ahrweiler eine Pressemeldung bekommen. Darin steht, ich lese das mal vor, Trinkwasser im Ahrtal ist sicher. Einzige Ausnahme bildet der Ort Reimertshofen. Von diesem Ort reden wir tatsächlich gerade nicht. Richtig? Richtig. Wir reden von der Stadt Sinzig und teilweise auch von dem Stadtbereich Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo wir einfach kein Trinkwasser haben. Also hier steht ganz klar, aus gegebenem Anlass weist die Kreisverwaltung Ahrweiler noch einmal darauf hin, dass das Trinkwasser aus dem Leitungsnetz im gesamten Kreis Ahrweiler mit Ausnahme des Ortes Reimertshofen, Verbandsgemeinde Altenahr, uneingeschränkt verwendet werden kann und kein Abkochgebot mehr besteht. Nachdem zahlreiche Laborkontrollen in den wer sagt denn jetzt da die Wahrheit? Das macht mich sprachlos. Also wir können uns da auch gemeinsam gerne mal verabreden. Also es macht mich wirklich sprachlos, wenn ich sowas höre, weil wir, wie gesagt, gestern noch Trinkwasser wieder ausgehändigt haben in Wasserkisten und dort einfach kein Trinkwasser an den Häusern anliegt. Und dort auch in naher Zukunft definitiv ohne größere Maßnahmen kein Trinkwasser anliegen wird. Und da kann man einfach nicht sagen, wir sprechen von einer Normalität. Umso erschreckender ist, dass dort auch der Katastrophenfall aufgelöst wurde. Denn für mich ist das die reinste Katastrophe mitten in Deutschland. Und wir sprechen auch nicht von Einzelfällen. Wir haben sehr, sehr viele Objekte in der Betreuung, die wirklich keine Infrastruktur haben, zum Teil keine Heizung, kein Wasser und keinen Strom. Und das sind natürlich Dinge, wo ich sage, das kann einfach nicht sein. 5 Monate nach der Flut und wenn ich dann solche Nachrichten höre von der Kreisverwaltung, da kann ich... Pressemeldung von der, ganz offiziell von Kreis Ahrweiler. Also da kann ich einfach bestätigen, dass das nicht stimmt. Wir können uns gerne am Teich in Sinzig verabreden oder auch in der Unterstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und dort gibt es zig Gebäude, die kein funktionierendes Trinkwassersystem zurzeit haben. Hast du jemals die Gelegenheit bekommen, mit einem Verantwortlichen der Kreisverwaltung oder vielleicht auch Herrn Orten, der ist ja der Bürgermeister vom Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo auch Walpertsheim dazu gehört. Hast du je die Möglichkeit bekommen, mit denen zu reden
geschweige denn auch mal eine Vorortbegehung zu machen? Nein, also ich habe versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Ich habe mich mehrfach vor die Kreisverwaltung gestellt, da wurde ich abgewiesen aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Dann habe ich mich mit meinem Fahrzeug und Gelblicht vor die Kreisverwaltung gestellt, bis mich das Ordnungsamt dort auch verwiesen hat. Ich habe zig Zusagen gekriegt, dass ich einen Rückruf bekomme. Dies ist nicht erfolgt. Wir sind seit dem 16. Juli in den Bereichen im Einsatz. Da kann auch keiner sagen, dass man uns nicht wahrgenommen hat. Denn ich versuche immer, auf mich aufmerksam zu machen und auf Probleme hinzuweisen, wo Probleme sind. Und hier sprechen wir einfach wirklich gegen die Wand. Es meldet sich keiner, es gibt keine Kontaktaufnahmen in keinster Weise gegenüber uns, wo man sagt, wo sind Probleme da? Ich habe mich vor 4 Wochen mit dem Energieversorger noch in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestritten, wo felsenfest behauptet wurde, dass überall in Sinzig Gas anliegt. Da kurz danach wurde dann dividiert und gesagt, ach Mensch, es gibt da doch noch eine Straße, die kein Gas hat. Das wäre aber eine Ausnahme. Da sage ich, das ist einfach nicht die Wahrheit, denn in Sinzig war zu der Zeit in den Bereichen überhaupt kein Gas vorhanden. Und mich hatten morgens halt noch Anwohner und Eigentümer angerufen und waren total verzweifelt am Weinen und völlig zerstört, dass sie einfach total die Sorge hatten, kalt durch den Winter zu gehen. Und wir dort einfach, wie gesagt, auch beweisen konnten, dass dort kein Gas anliegt und dass dort einfach nicht richtig berichtet wird. Ne? Und das sind Sachen, wo wir versuchen, auch in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit auf uns zu erwirken, wo man sagt, meldet euch bei uns, wir wissen, wo die Probleme sind. Und man kann hier nicht einfach reden, es ist alles gut und wir sind am Tapezieren. Denn wir haben hier teilweise wirklich noch Notstände. Ja. Und jegliche Kontaktaufnahmen, außer über die Rettungsleitstelle in Koblenz, die dann auch sofort natürlich handeln müssen, seitens Kommunen oder der Kreisverwaltung sind fehlgeschlagen. Es gibt keine Rückrufe, es gibt keine Antworten auf meine Mails. Keiner kann sagen, dass er uns nicht wahrgenommen hat, denn wir machen dort schon Öffentlichkeitsarbeit und auch in der Richtung, dass wir versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu treten, um zügig und rasch zu handeln in dem Katastrophengebiet. Und wir sind hier nach der Katastrophe in der nächsten Katastrophe, denn die Leute fangen jetzt schon an, auf den Balkonen Feuer zu machen und nutzen andere Wärmequellen, wo ich einfach sagen kann, das ist lebensgefährlich, was da vonstatten geht. Und da muss man sofort und rasch handeln und kann nicht die Leute einfach so durch den Winter schicken, ohne dass man dort Maßnahmen ergreift, die den Menschen wirklich gezielt helfen. Was könnten wir auf die Schnelle, du weißt, wir haben ja auch ein gutes Netzwerk, wir haben, wir sind gut verbunden, ob das Markus Wipperfürth ist, ob das Wilhelm Hartmann ist, ich glaube, die werden jetzt auch völlig erstaunt sein über das, was du auch zu berichten hast. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk, ob das die Rottgauer sind, die Dachzeltnomaden, das funktioniert alles. Und wenn wir mal einen Aufruf starten, Jörg Burkhardt vom 5-Euro-Haus, das funktioniert und das greift auch. Was können wir ad hoc machen, damit wir in den nächsten, ich sag mal, 3 bis 5 Tagen wirklich Wärme ins Ahrtal bringen, in diesen Brennpunkten? Und das Problem ist, in den Brennpunkten, gerade am Teich in Sinzig, stellt sich immer die Frage von Helfern, darf ich das, ist das möglich, dass ich hier das durchführe, ohne dass ich danach eine Strafanzeige vom Eigentümer kriege. Es gibt auch dort ausgesprochene Hausverbote über vertretungsberechtigte Personen. Uns wurde auch mehrfach das Helfen dort am Teich untersagt in den Objekten. Und hier muss man einfach auch gucken, dass man im Zuge einer Ersatzvornahme gegenüber dem Eigentümer ohne rechtliche Bedenken handeln kann. Das sind halt Dinge, die, ich sag mal, zigmal schon im Ahrtal gelaufen sind, die dort einfach noch vonstatten gehen müssen. Das heißt, die brauchen mobile Heizungen, die brauchen funktionierendes Stromnetz, die brauchen vernünftige Wasserversorgungselemente und Einrichtungen. Denn dort sind auch zum Teil die Eckventile und die Wasservorrichtung in den Erdgeschossen durch die Flut abgerissen und zerstört. Und hier müssen einfach Handwerker rein. Aber Handwerker rein, ohne dass man danach strafrechtliche
Sorgen hat, denn man einfach den Zutritt nicht dort kriegt und die Helfer halt einfach Sorge haben, danach rechtliche Probleme zu kriegen. Ich fühle mich jetzt extremst erinnert an diese Zeit, an diese 3 bis 5 Tage. Man weiß ja immer nie, wie war es jetzt wo wirklich, aber es hat tatsächlich ja eine Zeit zu Anfang gegeben, wo den Hilfsorganisationen einfach nicht das Go gegeben wurde, wo sie nicht helfen durften, weil das die Strukturen einfach nicht geschaffen waren. Ich fühle mich da jetzt extremst dran erinnert und lassen wir uns wirklich davon abhalten, dass wir helfen? Geht das, dass wir uns... Also ich habe verzweifelt vor Bussen gestanden mit Helfern, die einfach gesagt haben, nee, der Eigentümer hat eine Villa in Mallorca, jetzt machen wir nichts. Ich sage, es geht nicht um den Eigentümer, hier geht es um die Menschen, die hier leben. Und die Menschen, die hier leben, sind die Ärmsten vom Ärmsten und denen muss geholfen werden. Und mich interessiert nicht der Eigentümer auf Mallorca, denn wir wissen ja, dass er nichts tut. Und die Leute sind dann halt einfach weggefahren. Ne? Und ich stand da verzweifelt alleine mit meiner Frau vor, ich sag mal, Riesenruinen und die Helfer sind mit den Bussen wieder weggefahren und haben gesagt, wir tun nichts, weil der Eigentümer Geld hat. Ja, der Eigentümer tut aber nichts. Wir müssen ja den Menschen helfen, die hier leben. Die leben schlimmer als manche Tiere und das sind halt die Ärmsten vom Ärmsten. Gerade denen muss geholfen werden und da verzweifeln wir momentan dran, dass einfach keiner dort, ich sag mal, sich traut, was zu machen, weil er Angst hat, danach strafrechtlich belangt zu werden. Aber ich denke mal, wir können nicht tatenlos zugucken, wie da die Menschen erfrieren, wie die Menschen da, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen muss. Also das sind Sachen, die kennt man eigentlich nur aus schlechten Filmen und das ist halt real life. Ne? Also das ist real life, die Leute sind verzweifelt, die Leute betteln mich an, wir haben Maßnahmen ergriffen, auch mit dem Deutschen Mieterbund, um dort den Menschen, ich sag mal, Wasser zu liefern, die freiwilligen Helfer versorgen, die Menschen mit Essen. Die freiwilligen Helfer haben dort wieder Versorgungspointe aufgebaut, die von offizieller Seite seit Wochen abgebaut worden sind, weil es angeblich keinen Bedarf mehr gibt. Das sind Dinge, die kann man einfach so nicht stehen lassen, denn der Bedarf ist umso mehr da, wo jetzt alle nach und nach aus den Unterkünften zurückgekehrt sind in ihre Wohnungen. Und da habe ich natürlich in den Ballungsgebieten wie in Sinzig am Teich sehr hohen Bedarf. Und da bin ich den freiwilligen Helfern wirklich dankbar, dass einfach unkompliziert dort täglich warmes Essen ausgegeben wird. Und die Schlangen, die reichen teilweise bis zur Hauptstraße. Und da soll mir man verantwortlicher sagen, dass da kein Bedarf ist. Da ist mehr Bedarf denn je gegeben und die Menschen haben einfach nichts. Die haben nichts mehr. Also ich sehe das ja auch in Walporzheim. Ich habe aus erster Hand jetzt gesagt bekommen, dass bis zum 31.12. das Mittagessen bezahlt wird. Danach muss bezahlt werden. Ich verstehe einfach nicht, dass solche Nebenkriegsschauplätze eröffnet werden. Es wäre völlig unkompliziert, wenn man im gesamten Ahrtal die Entscheidung träfe und sagen würde, bis zum 30. Mai ist die Versorgung der wirklich geschundenen Menschen gesichert. Es würde auch nichts kosten, weil letztlich haben wir alle gespendet an Deutschland hilft. Und dass man jetzt sagt, die sollen in eine Normalität geführt werden, das finde ich schon absurd für die Häuser, die wir so von Walporzheim hoch bis Maischers und darüber, das sind Eigentümer drin, ja. Aber die sind ja, wie gesagt, mindestens im Keller und im Erdgeschoss entkernt. Das heißt, die haben gar keine Küchen mehr. Wo sollen die sich halt in ihrem Normalität zurückfinden und da kochen. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass es gerade in solchen Gebieten wie Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler so, dann habe ich da, fehlt mir jegliches Verständnis. Und ich muss auch wirklich sagen,
Ich glaube, da werde ich für gesteinigt von mancher Seite, aber da sage ich, da ist Deutschland asozial. Das ist so. Das ist, was ich eben auch sagte. Die fahren jeden Tag, die verantwortlichen Personen, an der Straße vorbei. Jeder weiß, dass die Menschen da, ich sag mal, nichts haben, dass die Menschen kein Wasser haben, dass die Menschen einfach auch Unterstützung brauchen, die sie so und so brauchten vor der Flut. Und jetzt einfach, ich sag mal, dort im Prinzip verhungern und verdursten. Und das sind Sachen, wo ich einfach nicht von der Normalität spreche, solange ich durch Schlamm laufe und Fäkaliengestank im Haus habe und Müllgeruch permanent wahrnehme, kann ich nicht davon sprechen, dass wir hier in einer Normalität sind, wo die Leute sich komplett selber versorgen müssen. Denn die Leute haben zum Teil wirklich nur das, was in der Wohnung ist, und versuchen mit Campingkochern abends sich in eine Dose Ravioli warm zu machen. Und das kann einfach mitten in Deutschland nicht sein, denn 5 Kilometer weiter sitzen die Leute beim Nobel-Italiener, beim 6-Gänge-Menü und lassen es sich gut gehen. Und da muss ich einfach sagen, zieht eure Krawatten aus, kommt mit ins Flutgebiet und packt mit an, denn dann würde euch das Essen nicht mehr so schmecken, denn hier brauchen Menschen einfach Wasser. Ja, das sind so Sachen, das kann nicht sein. Und 5 Kilometer weiter wird beim Nobel-Italiener gesessen. Und alles ist gut und es ist nichts gut, denn hier brennt die Luft und das ist wirklich ein Riesenflutversagen, wenn ich solche Sachen sehe und mitkriege und höre und auch wirklich live täglich spüre und die Verzweiflung dieser Menschen in den Augen auch sehe und einfach das so abgetan wird, dann sollen sie sich halt eine Nummer ziehen und dann gucken wir mal weiter zu Geschäftszeiten. Denn hier auch natürlich die psychischen Probleme der Menschen, desto kälter und desto dunkler es wird, immer größer werden. Die Leute kommen ein bisschen zur Ruhe, die denken nach, die verarbeiten gerade zum Teil das, was sie erlebt haben. Und das sind Bilder wie aus dem Krieg, ja. Und da kann man nicht einfach sagen, wenn die Menschen psychische Probleme haben, mögen sie doch bitte zum Bürgerbüro gehen. Und sich dann zu Zeiten Termin beim Seelsorger holen. Da sage ich, das kann einfach nicht sein. Wir haben dann natürlich nichts außer Tracht gelassen, um den Menschen zu helfen. Ich habe über diverse Hilfsorganisationen versucht, Notfallseelsorger dort in den Bereich zu kriegen, nach der Flut, 5 Monate nach der Flut. Darauf wurde mir geantwortet, solange wir Gelder vom Land Rheinland-Pfalz beziehen, werden wir dies ohne Einsatzauftrag nicht tun. Ich sage, Sie können auch als Mensch einfach durch die Straßen laufen, ohne Funktionsweste und einfach mal fragen, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Das ist für mich einfach eine Verpflichtung als Bürger in Deutschland, einfach Leuten zu fragen, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Und das kann man auch einfach ohne Abzeichen, ohne Funktionsweste, ohne Dienstgrad tun, denn helfen fängt da an. Und das hat mich wirklich persönlich sehr erschrocken, dass sowas halt auch teilweise in den Flutgebieten gesagt wird, dass wir keinen Einsatzauftrag haben, dass wir ohne Einsatzauftrag nicht handeln werden. Ich sage, kein psychologischer Notfall kann man irgendwie mit einer Uhrzeit oder mit einem Datum festlegen, denn dann ist sofort Hilfe gefordert bei den Personen und nicht darauf zurückzuführen, dass die Personen zum Bürgerbüro laufen sollen und sich eine Nummer ziehen sollen und sich dann einen Termin zu Sprechzeiten holen sollen. Das sind Sachen, da sage ich, das ist ein Riesenflutversagen. Da haben alle Verantwortlichen, die damit zu tun haben, versagt. Das ist für mich ein Riesenversagen und ein Riesendrama, dass man so die Menschen demütigt, auch im Nachhinein. Man Das ist nimmt eine ihnen Demütigung. tatsächlich, also sie haben schon alles verloren und man nimmt ihnen zum Teil wirklich die Würde. Und Genau, die gerade so. Würde. Wir haben ja mal gelernt, so dass die Würde unantastbar ist. Und das ist halt der Beweis, dass das halt nicht so ist. Denn es wird teilweise auch bei ganz banalen Sachen, wie wenn man einfach was wegfahren will, für die Menschen auch zum Entsorgungshof. Ja, Edge, wir sind da jetzt raus, denn das ist Sache von dem Mieter. Hier geht es ja nicht um die Mieter, hier geht es einfach um den Menschen an sich, dass dem Menschen geholfen wird und dass wir alle eigentlich in einem großen Boot sitzen und mit einem, ich sag mal, Elend zu tun haben, was, ich sag mal, gefühlt nach dem Zweiten Weltkrieg nie vorgekommen ist mehr. Und dass man dann da, ich sag mal, solche Spielchen macht, wir sind jetzt raus und das ist nicht unsere Zuständigkeit
Und ach, sie sind einen Meter weitergefahren, da ist aber der Kreis zuständig und nicht mehr die Stadt. Da denke ich mir, okay, die Leute haben einfach nicht alle Tassen am Zaun. Also das sind Sachen, das kann einfach nicht wahr sein. Und das hört man mittlerweile täglich und da sage ich einfach, das muss man mal in der Öffentlichkeit auch sagen, das sind Dinge, die dürfen einfach nie wieder in Deutschland passieren. Wir haben ja eine Zeit gehabt, wo wir alle sehr, ja, sehr euphorisch waren. Wir waren, also das war ein tolles Gefühl, Deutschland wächst zusammen, Deutschland hält zusammen, Deutschland hilft uneingeschränkt. Und dann flossen 15 Milliarden Euro in das Land Rheinland-Pfalz. Und dann hat sich die Welt verändert. Plötzlich werden auch unter den ansässigen Handwerkern, habe ich gesehen, einen Film heute, Preise aufgerufen, die vorher also nicht waren. Ich habe im Übrigen auch mit einer älteren Dame gesprochen, die aus der Flutkatastrophe 2016, ich vergesse immer den Namen des Ortes, an der Grenze zu Österreich. Sie hat gesagt, also das Schlimme war, da sind dann exorbitant die Mietpreise in die Höhe geschnellt. Also gefühlt hat dieses, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses uneingeschränkte Helfen, dieses uneingeschränkte Füreinander-Dasein aus dieser Katastrophe herauszukommen, hat nachgelassen. Und ich glaube, es ist nicht gut. Wir haben eher das Gefühl, dass mittlerweile viele Leute einfach nur wirtschaftlich und für ihren Profit dort unten denken und tätig sind. Helfer vom Tag 1 an, die auf einmal nicht mehr da waren, die man dann Wochen später wieder trifft, die einen nicht mehr grüßen, weil sie denken, dass sie jetzt was Besseres sind, weil sie diesen großen Auftrag haben. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, das ist menschlich unter aller Würde. Und denn wir waren alle mal ein Team, ein großes Team, ein Boot und haben alle zusammengehalten. Wir haben die Menschen von den Dächern mit runtergetragen. Die Leute sind auf unsere Bulli-Dächer gesprungen. Kein Mensch war da, nur die freiwilligen Helfer. Und das ist sehr abgeflacht. Das ist sehr abgeflacht. Und wie ich eben sagte, wir müssen uns rechtfertigen an Objekten, die wirklich Hilfe brauchen, 5 Monate nach der Flut. Warum der Eigentümer in Mallorca eine Villa hat und hier nichts tut. Also das ist nicht unsere Aufgabe, denn wir sind dafür da, ohne Diskussion zu helfen und den Menschen einfach aus der Notlage herauszuhelfen und nicht dort irgendwelche Hochrechnungen anzustellen, warum er jetzt auf Mallorca ist und hier einfach nichts passiert. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, aktiv zu helfen und das fängt halt da an und hört dann irgendwo auf. Aber man kann da nicht ellenlang diskutieren und einfach nichts tun. Das sind halt Sachen, wo wir einfach auch sagen, hier muss sofort was passieren, unkompliziert und nicht mit großen Anträgen. Und hier muss einfach auch die Stadt vielleicht in einer Ersatzvornahme tätig werden, um den Leuten durch den Winter zu helfen, ohne dass wir danach vielleicht auch Leute todkrank in Krankenhäusern haben mit Lungenentzündung oder vielleicht auch Dinge passieren, die aus der Not raus gemacht werden, wo man danach sich wirklich schwere Vorwürfe macht. Denn man hätte es vielleicht verhindern können. Du hast sehr viel gesehen, ich habe sehr viel gesehen. Möglicherweise hast du sogar noch mehr gesehen, weil du viel direkter noch an den Menschen dran bist. Wie geht es dir damit? Emotional belastet mich das natürlich. Das nimmt man auch immer mit nach Hause. Man nimmt das jeden Tag wieder mit, neu in den Tag. Und desto länger diese Maßnahmen andauern, macht mich das umso wütender, dass die Behörden und verantwortlichen Personen einfach weggucken. Es wird ignoriert und das macht mich einfach wirklich sprachlos zum Teil und wirklich sauer, denn hier weiß man einfach, dass hier wirklich noch Hilfe erforderlich ist und dass die Menschen jetzt erst zur Ruhe kommen. Und das beschäftigt mich persönlich natürlich ungemein. Täglich und ich spreche da sehr, sehr viel auch mit meiner Frau und mit Angehörigen drüber, um das auch zu verarbeiten. Wir haben natürlich schlimme Dinge gesehen, die man so aus meinem allgemeinen Alltag oder auch aus meinem Feuerwehralltag so gar nicht kennt.
Und das sind natürlich Sachen, wo man auch selber erstmal gucken muss, dass man sich, ich sag mal, so absichert, dass man danach nicht komplett durchhängt. Aber kalt lässt mich das in keinster Weise. Und es sind prägende Momente gewesen, wo, die man einfach, denke ich, sein ganzes Leben vor sich herträgt, und die Bilder kriegt man nie wieder aus dem Kopf. Mike, du hast mir auch erzählt, dass ich, klar, in so einem Prozess, wir sind ja zu Anfang in einem fast rechtsfreien Raum gewesen. Wir haben einfach gemacht, wir haben geholfen. Da hat es keine Rolle gespielt, ob du mit dem Handy am Ohr Auto gefahren bist, ob du, da wurden keine Fahrzeugkontrollen gemacht, nichts. Da haben wir alle miteinander gemacht. Sowas muss natürlich auch langsam wieder in Strukturen hineingeführt werden. Aber du hast mir ein Beispiel sogar erzählt von Entsorgung von Altöl und IBC-Containern. Was ist da passiert? Genau, ich sag mal, es wurde ja auch in Sinzig ab Tag 1 eigentlich eine Möglichkeit gesucht, ohne eine Kläranlage und Entsorgungshöfen in Köln, das Heizöl aus den Kellern abzusaugen und erstmal zwischenzulagern. Das heißt, nicht fachgerecht zu entsorgen, sondern Maßnahmen zu treffen, sodass man nicht größere Umweltverschmutzung in den Ortsteilen hat, sondern dass man dort einfach gezielt Maßnahmen treffen kann, um Altöl-Wassergemisch zu entsorgen und zwischenzulagern und danach später der Verbrennung oder dem Entsorgungsfachbetrieb zuzuführen. Das hat 4 Wochen gut funktioniert. Viele Partnerunternehmen sind auch ins Ahrtal gefahren am Wochenende und haben dort wirklich mit aller Macht versucht, gerade in Sinzig und in Bad Neuenahr-Ahrweiler den Ölmassen Herr zu werden. Und nun erreichte mich vor Wochen eine Zuschrift, dass Verfahren gegen Firmen eingeleitet wurden aufgrund von Umweltstraftaten. Mit der Begründung, dass an der A IBC-Behälter stehen und dort illegal Altöl entsorgt wurde. Da habe ich mir selber ein Bild der Lage vor Ort gemacht und siehe da, selbst auf den Behältern steht Öl drauf, also Altöl und Öl. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, das kann nicht sein, dass Helfer freiwillig ins Ahrtal fahren, alten Leuten und Menschen, die hilfsbedürftig sind, die Keller auspumpen, dann nach bestem Wissen und Gewissen in gekennzeichnete IBC-Behälter das Altöl ablassen und dass die Umweltbehörde dort Strafverfahren einleitet. Das sind Sachen, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Das ist unmöglich und das ist das Allerletzte. Und diese Leute überlegen sich natürlich dreimal nach 7 Seiten behördlicher Post, ob sie noch mal ins Ahrtal fahren. Wer ist für diese Umweltbehörde zuständig? Das Land, der Kreis oder? Die untere Wasserbehörde oder die Umweltbehörde wird vom Kreis Ahrweiler betrieben und die ist halt zuständig in dem Moment. Und dort sind auch die Verfahren eingeleitet worden oder die Verdachtsfälle dann bearbeitet worden und gegenüber Firmen dann Verfahren eingeleitet worden aufgrund Umweltstraftaten und illegalem Entsorgen von Gefahrgütern. Und das sind Sachen, wo ich sage, das kann einfach nicht sein. Ne? Die wissen ganz genau, dass hier viele Helfer unterwegs sind mit professionellen Geräten und gekennzeichnete Behälter einfach wahllos danach, nicht mehr als Zwischenlagerungsort genutzt werden dürfen. Denn dort spielte halt ein Datum eine Rolle und danach wurde halt mitgeteilt, dass nur noch der Rahmenvertragspartner im Kreis Ahrweiler die Sachen entsorgen darf. Und das sind natürlich Dinge, wo ich sage, da sind wir wieder bei der gemeinsamen, großes, starkes Team. Das funktioniert da nicht mehr. Da wird, wie gesagt, auf den Rahmenvertragspartner verwiesen. Man hat kein flüssiges Heizöl zu entsorgen. Was jetzt in den Kellern steht, da mögen sich bitte die Anwohner und die Eigentümer sich einen Termin bei dem Rahmenvertragspartner holen oder einem Fachentsorger hinzuziehen, der dort im Ahrtal entsorgen darf und absaugen darf. Und alle anderen haben da nichts dran zu suchen und mit der Androhung eines Strafverfahrens. Das sind Dinge, wo ich sage, das kann einfach nach so einer Naturkatastrophe nicht sein. Man sollte dankbar sein, dass man diese Menschen mit diesem teuren Gerät wirklich im Ahrtal hat. Man muss auch mal festhalten, so ein Saugspül-LKW
mit der dementsprechenden Gefahrgutzulassung kostet teilweise 500.000, 600.000 Euro. Und die Leute sind freiwillig an ihren Wochenenden da und fahren mit einer Strafanzeige nach Hause. Unfassbar. Das ist unfassbar. Das ist wirklich so gewesen. Wir haben uns selber ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Es ist richtig, dass an der A in den Bereichen IBC-Behälter gelagert sind, die mit Öl gekennzeichnet sind. Das Problem war auch nicht, dass dort Altöl drin war. Das Problem war, dass nach dem 25.10. dort Altöl reingelassen wurde oder abgelassen wurde. Und das war halt der Stichtag. Und danach ist dies halt wieder als Umweltstraftat anzusehen, mit der Begründung, dass Dritte halt im Notfall oder im Zweifelsfall den Hahn öffnen könnten und Altöl in die A gelangen könnte. Wir wissen alle, die vom ersten Tag dort im Einsatz sind, wie viele Mengen flüssiges Gefahrgut in die A gelaufen ist. Ja. Und in einer Risikobewertung bin ich, ich sag mal, so weit, dass ich sage, okay, das Risiko gehe ich ein, dass da irgendwelche Menschen vielleicht Unfug mitmachen. Aber ich sehe zu, dass der Umwelt nicht weitere Lasten zugrunde fallen und ich entsorge fachgerecht aus den Kellern erstmal das Altöl und lager das zwischen in IBC-Behälter. Und das Problem ist einfach, dass man natürlich auch wochenlang auf den Fachentsorger teilweise warten muss und das halt die beste und einfachste Lösung war, um auch Gebäude und Menschen zu schützen. Okay. Denn Altöl oder Heizöl in Kellern, wo Leute wirklich teilweise oben drüber noch geschlafen haben, die sind täglich zum Arzt gefahren, die hatten Kopfschmerzen, die konnten teilweise nicht mehr gerade gucken, die hatten Sehstörungen. Denn das ist halt eine Riesengefahr auch für Menschen. Und da ist jedes Mittel recht eigentlich, dass man dieses Altöl aus den Kellern kriegt. Und dann, wie die Not dann auch in dem Moment war, dieses Altöl in IBC-Behälter umgefüllt hat. Und das sind halt Dinge, wo ich einfach sage, wenn man das alles Revue passieren lässt, das kann einfach nicht wahr sein. Und da kann auch kein Mensch weggucken und sagen, ja, wir wissen das nicht, denn es kam auch so Sachen, Herr Menke, ich guck doch nicht aus dem Fenster. Das sind so Sachen, ja, aber Sie fahren doch nach Hause, Sie fahren doch mitten durch ein Kriegsgebiet und wissen ganz genau, was hier los ist. Da kann man nicht sagen, man sitzt nur am Schreibtisch und guckt nicht aus dem Fenster, denn die haben auch einen Heimweg. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, das kann einfach nicht wahr sein. Und das ist halt mitten in Deutschland. Ne? Würdest du das Unternehmen Ahrtal führen? Was würdest du als erstes machen? Unkompliziert den Menschen den Weg in den Winter so lebensfähig machen. In irgendeiner Form auch ein Leuchten oder ein Lächeln wieder im Gesicht haben und nicht jetzt kurz vor Weihnachten mit Tränen und mit Zitteranfällen vor mir stehen würden. Was können wir jetzt tun? Ich stelle die Frage nochmal, weil ich mag gar nicht herausgehen, ohne dass wir nicht darüber gesprochen haben, was wir tun können. Ihr müsst einfach sofort. Ich wehre mich ganz einfach dagegen, Mike, dass wir genauso wie unsere Feuerwehren, unsere Polizisten, unsere THWler, DRKler, denen waren auch in den ersten Tagen die Hände gebunden. Wir können doch nicht das Gleiche jetzt machen. Deswegen sind wir auch immer noch mit 12 Leuten im Ahrtal im Einsatz. Wir haben gesagt, wir geben nicht auf, wir kämpfen für die Rechte der Menschen. Und wir müssen hier einfach zusehen, dass hier Ersatzvornahmen stattfinden, dass Handwerker wirklich ohne Sorge in den Gebäuden arbeiten können und dort die Infrastruktur wiederherstellen können. Hier muss einfach auch seitens der Stadt was passieren, dass hier den Eigentümern einfach keine Handhabung gegeben wird, Leute anzuzeigen oder Leute zu drohen oder mit Platzverweisen oder Hausverboten. Hier müssen einfach Ersatzvornahmen stattfinden, so dass den Menschen dort die Infrastruktur wiederhergestellt wird und ohne dass freiwilligen Helfern der Staatsanwalt im Nacken sitzt, im Zweifel. Du hast ja auch in unserem Vorgespräch noch mal ein ganz anderes Bild aufgemacht, nämlich wenn jetzt ein Unternehmer freiwillig, du als Unternehmer jetzt freiwillig im Ahrtal bist,
Du hast dann, du rechnest logischerweise deine Hotelkosten über die Firma ab. Und in 5 Jahren kommt eine Steuerprüfung und dann? Genau, also wir versuchen eigentlich seit Woche 4 Bescheinigungen zu kriegen, auch für andere Unternehmen, die im Ahrtal freiwillig helfen, dass sie halt im Fluteinsatz waren und das von offizieller Stelle. Denn hier sind natürlich auch in unseren Kreisen die Sorgen sehr groß. Was ist in 5 Jahren, wenn ich mal das Finanzamt bei mir im Büro sitzen habe und gefühlt 5.000 Euro Hotelkosten habe und keine Gegenrechnung? Erzählen kann man immer. Schatzarbeit geleistet. Genau, also das steht halt dann im Raum im Zweifelsfall. Und hier haben halt zu Recht auch Unternehmen die Sorge, dass sie irgendwann die Probleme durch das Ahrtal haben. Und hier muss man einfach auch wirklich zügig und rasch Helfern eine Bescheinigung ausstellen, dass sie halt, ich sag mal, 12 Wochen vielleicht oder 14 Wochen, 16 Wochen freiwillig in einem Hilfseinsatz waren im Ahrtal nach der Flutkatastrophe 2021. Und hier kann das nicht sein, dass man hier stundenlang telefoniert, um so eine Bescheinigung zu kriegen, die wir zum Beispiel nicht gekriegt haben. Also wir versuchen bis heute von offizieller Stelle eine Bescheinigung zu kriegen für das Unternehmen meines Bruders, dass wir seit dem 16. Juli im Fluteinsatz sind, um hier auch dementsprechend für spätere Maßnahmen gerüstet zu sein und nicht die Sorge haben müssen, dass wir hier irgendwie Stress mit Behörden kriegen, weil wir halt gefühlt 16 Wochen zum Teil in Hotels und auf Campingplätzen durchgehend mit 12 Leuten geschlafen haben. Mike, wenn du bei den Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler bist, was sagst du denen? Viele kennen mich ja mittlerweile. Also viele rufen mich an, ich verabrede mich mit denen. Die Leute sind zum Teil verzweifelt, die stehen vor mir und weinen. Warum? Du hast gesagt, da passiert was. Ja, wir kommen nicht weiter, das ist das Problem. Wir geben unser Bestmögliches mit Stromaggregaten, mit Kabeltrommeln, mit Trinkwasser, mit anderen Dingen, die wir organisieren, um den Menschen irgendwie das Leben lebenswert zu machen. Das ist halt aber nicht genug. Und irgendwann gehen auch mir die Argumente aus, denn die Menschen haben recht. Es passiert nichts, es tut sich nichts. Und es ist schlimmer als vor der Flut oder nach der Flut für die Menschen, weil mittlerweile einfach auch ein bestialischer Gestank in den Gebäuden ist. Die Leute sehen gegenüber, brennt das Licht. Die Leute laufen gegenüber in einem T-Shirt abends um 22 Uhr rum. Und gegenüber sitzen die Menschen mit dem Schneeanzug bibbernd vor einer Kerze in der Wohnung und sind einfach hilflos und verzweifelt. Und da gehen mir die Argumente aus. Und da gebe ich auch den Leuten recht, es passiert einfach gar nichts. Und da muss sofort was passieren. Und man kann nicht weggucken bei sowas. Und die verantwortlichen Personen wissen ganz genau, dass in den Bereichen einfach noch nicht viel passiert ist. Weißt du denn, wer verantwortlich ist? Ist es jetzt der Kreis in Person Horst Gies, der ja gerne Landrat werden möchte? Der möchte am 23. Dezember gewählt werden. Es wäre eine gute Tat für ihn, auch eine gute Wahlkampftat für ihn. Oder ist der Herr Orten, der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, dafür zuständig? Kriegst du die Zuständigkeiten raus? Die Zuständigkeiten werden gerne in den Bereichen hin und her geschoben. Die Bürgermeister an sich sind sehr bemüht, was auf die Beine zu stellen. Das Problem sind meistens die Verwaltungen, die dahinter stecken und die Ämter. Die werden ausgebremst, die müssen sich einlesen, die müssen mit ihren Fachjuristen oder Fremdjuristen in Potsdam zum Teil telefonieren, um sich rechtlich abzusichern. Und da vergehen ja teilweise Wochen, ohne dass was passiert. Und viel schlimmer, sage ich mal, ist natürlich die Situation, dass die ALD in Trier den gesamten Katastrophenfall aufgelöst hat. Selbst die Versorgungszelte sowie auch die Trinkwassernotversorgung im Ahrtal komplett eingestellt hat. Mit dem Argument, dass alles in Ordnung ist. Die Leute sind am Tapezieren und das stimmt einfach nicht. Denn wir haben hier riesengroße Probleme mit Trinkwasser und mit Heizung. Und da kann man einfach nicht sagen, wir bauen alles zurück und alles ist gut. Und ihr seid auf euch alleine gestellt. Und das macht mich wirklich wütend und sprachlos. Denn ohne die freiwilligen Helfer wären die Leute wirklich am Ende. Und man versucht hier wirklich
mit allen Möglichkeiten, die man auch in der Heimat hat, den Menschen im Ahrtal unter die Arme zu greifen. Und hier muss wirklich sofort und unverzüglich was passieren, dass die Leute heile durch den Winter kommen. Ich bin fassungslos, wirklich. Ich weiß auch gar nicht, ich mag das Gespräch nicht beenden, indem ich jetzt sage, war nett, dass wir uns unterhalten haben. Wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen einfach eine Lösung. Ja. Wir haben viele Dinge erlebt. Wir haben mit wirklich unheimlich vielen Hilfskräften auch vom THW und vom DRK zusammengearbeitet. Und selbst da hat man schon im Katastrophenfall die Probleme, dass ein Rettungswagen vom Katastrophenschutz einen Patienten vor Ort behandeln durfte, aber keine Transportgenehmigung gekriegt hat und der Regelrettungsdienst, der sogenannte Rahmenvertragspartner, den Patienten dann ins Krankenhaus gefahren hat und wirklich teilweise 45 Minuten nach dem Notfall halt der Patient behandelt im Rettungswagen des Katastrophenschutzes lag und dann umgebettet wurde in einen anderen Rettungswagen, der dann zuständig ist und diesen Patienten tatsächlich irgendwie am 20. Juli war das, dann ins Krankenhaus gefahren hat. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das kann einfach nicht sein, dass es solche Strukturen dort gibt. Denn hier geht es um Menschenleben und um den Menschen an sich. Und da muss einfach sowas greifen, dass auch der Katastrophenschutz in dem Fall befördern darf mit ihrem Rettungswagen und nicht der Rahmenvertragspartner mit seinem Rettungswagen kommt, der den Regelrettungsdienst fährt und die Leute einfach dort in Bereitstellungsräumen stehen und die Patienten behandeln und nicht befördern dürfen. Das sind Sachen, die müssen einfach öffentlich gemacht werden. Das kann nicht sein und da muss einfach eine komplett neue Struktur rein und eine neue Weise, sowas in Zukunft zu behandeln, denn sowas kann einfach nicht wahr sein. Ja. Das sind Dinge, die wirklich, wenn ich die vor der Flut gehört hätte, hätte ich gedacht, das ist ein schlechter Film, das ist ein Horrorfilm, das ist ein ganz, ganz großes Drama, was man einfach erzählt. Und jetzt erleben wir das wirklich 5 Monate nach der Flut täglich. Und das sind Dinge, die sind aus dem realen Leben. Und mich macht das einfach traurig, denn hier muss einfach sofort geholfen werden. Und das kann einfach nicht sein, dass die Menschen mittlerweile wirklich verzweifelt in ihren Wohnungen hocken, Feuer auf dem Balkon machen und sich wärmen und zu mir sagen, ja, es wäre ja gar nicht schlimm gewesen, wenn uns die Flut auch mitgerissen hätte, denn wir haben im Prinzip gar nichts mehr und unsere Seelen sind völlig zerstört und wir sind am Ende. Wir können nicht mehr. Ja. Und da kann man nicht weggucken und da sage ich auch, dass die Politiker einfach Sachen versprochen haben, wie unsere Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, die gesagt hat, keiner wird im Winter frieren. Ich würde vorschlagen, dass sie einfach in ein Haus zieht, was ohne Heizung und ohne Strom ist und danach einfach dann die Karten neu gewürfelt werden und sie dann sagt, sie friert und hier ist einfach nichts passiert, denn das kann nicht sein. Ne? Und sie hat versprochen, dass keiner im Winter frieren muss und gerade auch vor der Bundestagswahl habe ich gehofft, dass dort ein Politiker Flagge erkennt und das auch für den Wahlkampf zum Beispiel nutzt und dort sich für Menschen stark macht und sich für die Menschen einsetzt. Und das ist leider auch nicht passiert. Und nach der Bundestagswahl ist alles, was an Engagement vorher gelaufen ist, völlig abgeflacht. Und hier sind Versprechungen gemacht worden, die einfach nicht gehalten werden. Die Politiker sind zum Shake Hands in die Ballungsgebiete, in die Hotspots gefahren, haben sich nicht dreckig gemacht, haben dort teilweise sich 5 Minuten aufgehalten und sind wieder mit ihrem Hubschrauber weggeflogen. Und das ist für mich keine Situation, wo ich sage, ich habe mir ein Bild vor Ort von der Lage gemacht, denn ich bin bewusst einfach nur für die Medien dorthin geflogen, habe Hände geschüttelt, habe mir Gummistiefel angezogen, bin danach wieder weggeflogen. Und das sind Dinge, wo ich sage, das kann nicht sein, dass man solche Versprechen im Raum stehen lässt und man jetzt mittlerweile weiß, dass einfach ganz viele Menschen in der Kälte sitzen und dort wirklich Existenzsorgen haben und die größten Nöte vor Weihnachten und da einfach nichts passiert. Dann mag ich jetzt mal zu was aufrufen, da werde ich wahrscheinlich auch wieder für gesteinigt, aber ich halte das ja ganz gut aus. Dann müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, sowohl an die neue Bundesregierung zu schreiben, die Server im Kreis heiß laufen lassen,
diese Missstände, die du jetzt, ihr könnt euch alle auf genau dieses Video hier auch berufen. Ihr könnt euch auf Mike Menke berufen. Ihr könnt euch auch auf mich berufen. Und auf jeden, der im Ahrtal ist. Schreibt die Behörden an, dass die Server heiß laufen, dass sie einfach genervt sind davon und reagieren müssen. Weil ja, wir beide, ich bin genauso in der gleichen Situation, ich habe auch endlos versucht, mit den Behörden Kontakt aufzunehmen. Du kriegst keinen Kontakt, das bekommt halt auch nicht jeder. Aber es ist nicht meine Aufgabe in meinem Leben, dass ich ins Ahrtal fahre und mir da politische Freunde mache, sondern ich bin ins Ahrtal gefahren, um zu helfen. Und ich werde einen Teufel tun und mich einschüchtern lassen und an diesem Elend und Leid der Menschen vorbeischauen. Das darf wirklich von mir niemand verlangen. Richtig. Mein Appell auch einfach ist, alle Mann zum Teich, seht zu, dass den Leuten geholfen wird, dass sie Wasser, Strom und vor allen Dingen Heizung kriegen. Da leben immer noch Menschen wie am Tag 1. Und das sind Zustände, die sind schlimmer als aus anderen Ländern, die man kennt. Und da muss einfach sofort und unkompliziert geholfen werden. Alle Mann zum Teich in Sinzig. Ja, und grüner Weg. Und. Diese Hotspots, die wir dort haben, die noch nicht, ich war ja selber jetzt in einem Haus drin, wo nicht geräumt wurde. Also Frage, hast du jemals mitbekommen, dass eine Bestandsaufnahme gemacht wurde? Weiß man, was glaubst du, weiß man eigentlich von behördlicher Seite, wer wo wohnt und wer das Tal verlassen hat und wer von irgendwelchen Vermietern rausgeschmissen wurde oder raus gemobbt wurde. Ich selber war ja auch mal oben in Hönningen, da ist es ja auch passiert. Ja. Gibt es sowas? Nein, also nicht, dass mir das bekannt ist. Das fängt schon an, wenn wir Ausweise gefunden haben und die abgegeben haben oder die auf dem Sammelplatz abgegeben haben, die halt Wochen später immer noch da lagen. Also im Prinzip sind die Zahlen, denke ich, nicht offiziell. Denn wir haben hier sehr, sehr große Notstände und das ist natürlich kein angenehmes Thema, gerade für verantwortliche Personen. Und die Leute sind halt hilflos. Die können halt einfach nicht so wie Menschen, die halt nicht von der Flut betroffen sind, zum Bürgerbüro laufen, zu Antragstellen. Die Leute sind psychisch am Ende. Die haben das größte Desaster in ihrem Leben erlebt. Die haben Dinge gesehen, die manche Menschen ihr ganzes Leben nicht sehen. Und die Leute sind wirklich die Leute, die auch vergessen wurden. Das sind die Ärmsten vom Ärmsten. Und hier gibt es keine offiziellen bestätigten Zahlen, nein. Ich möchte aber dennoch auch noch mal nach draußen geben. Wir machen hier kein Politiker-Bashing. Die Politiker, die Verantwortlichen im Ahrtal sind ja teilweise selber auch schwer betroffen. Ja, richtig. Also das Einzige, was ich wirklich anklage sogar, dass man sich nicht genügend Hilfe von außen geholt hat. Die Einzige, die mal gewagt hat zu sagen, wir kommen damit nicht alleine zurecht, es waren sogar zwei. Einmal war es die Cornelia Weigand, die hat offiziell, ganz öffentlich, hat sie gesagt, wir schaffen das nicht alleine. Und dann war es die Mechthild Heil, die mal im Deutschen Bundestag gesagt hat, Leute, ihr vergesst das Ahrtal. Ja, das geht so nicht. Das waren aber auch wirklich die Einzigen, die den Hilferuf mal losgelassen haben. Aber es müssen mehr Hilferufe passieren, auch von politischer Seite aus. Weil man kann nicht von denen verlangen, dass die diese große Katastrophe alleine wuppen. Wir haben keine Blaupause für so etwas. Es ist noch nie passiert. Ähnlich wie, wir haben das damals eingesehen, als die Wiedervereinigung war. Da haben wir auch gesagt, es gibt kein Handbuch, wie vereinigt man ein Deutschland wieder. Ja? Genauso sage ich,
gilt es auch für diese Katastrophe. Wir haben kein Handbuch dafür. Hier muss man einfach auch als großes Team zusammenhandeln, gemeinsam stark sein und nicht gegeneinander arbeiten, weil der eine mehr Umsatz möchte als der andere und hier ein Füreinander und Miteinander herrschen sollte und nicht die Profitgier von manchen Eigentümern oder auch Firmeninhabern. Denn hier muss man gemeinsam Hand in Hand stark sein und schwächere und ältere und ärmere Menschen unterstützen und das sofort und nicht in Monaten nach einem bewilligten Antragsverfahren. Denn da kann es dann auch zum Teil zu spät sein, dass diese Menschen wirklich dann vielleicht gar nicht mehr da sind. Dass diese Menschen nicht mehr da sind und wenn sie da sind, dass die Katastrophe eigentlich immer noch größer wird, weil das natürlich auch ganz viele gesellschaftliche Probleme aufwerfen wird. Die seelischen Katastrophen, die sind da. Und hier muss sofort Erste Hilfe für die Seele erfolgen und nicht nach einem bewilligten Bescheid, dass man den Menschen helfen kann. Hier muss man einfach sofort und rasch den Leuten auch psychisch unter die Arme greifen, sodass sie merken, dass wir eine riesengroße Gemeinschaft in Deutschland sind und hier keiner vergessen wurde. Und wir haben halt den Eindruck zurzeit, dass die Menschen einfach, die jetzt noch keine Hilfe haben, bewusst auch vergessen werden, denn die Leute auch vor der Katastrophe einfach sozial schwach waren und hier immer schon mit dem Auge auf die Leute geguckt wurde und man froh war. Die rumgelaufen sind, logisch. Genau, und man froh war, wenn man von den Leuten nichts gehört hat. Mhm. Und gerade um diese Menschen geht es, und das ist wirklich mein eindringlicher Appell, es gibt wirklich noch ganz, ganz viele hilfsbedürftige Menschen im Ahrtal. Und hier muss man unverzüglich und sofort handeln, ohne sich die Frage zu stellen, ob der Eigentümer eine Villa in Mallorca hat. Es geht nicht um den Eigentümer, der interessiert uns nicht. Hier geht es um den Mensch, der in diesen Baracken lebt und einfach vielleicht auch seit Wochen nicht mehr vernünftig duschen konnte, ja. Sich aus Flaschen über dem Waschbecken am Waschen ist und mit Eimern wirklich Brauchwasser in die vierte Etage schleppt, um die Toilette abzuspülen. Das sind Zustände, die dürfen einfach in Deutschland nicht 5 Monate nach der Flut sein. Und hier muss man wirklich auch aufmerksam machen, dass sowas nie wieder in Zukunft vorkommt. Und vor allen Dingen, dass man hier zeitnah Abhilfe schafft, dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert und dass die Leute nicht im Winter noch bei der Glätte und bei dem Schnee mit Eimern durch Wohngebiete laufen, um ihre Toiletten abzuspülen. Und mit einer Kerze in der Wohnung und einem Schneeanzug leben. Denn das sind eigentlich Dinge, die kennen wir einfach nur aus schlechten Filmen. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen, Mike. Ich sage nochmal, Leute, lasst die Server heiß laufen. Wir müssen etwas bewegen. Und zwar, ich glaube, das Erste, was gemacht werden muss, ist wirklich, dass der Wenderkreis dafür zuständig ist, dass der Kreis diese Verantwortlichkeit von den freiwilligen Helfern wegnimmt und sagt, jawohl, wir fordern jeden Eigentümer auf, unverzüglich zu handeln, ihn in die Pflicht zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Erste. Und da müssen wir alle von außen viel Druck ausüben. Und ich mag noch mal an alle Helfer da draußen appellieren, ob die Geld verdienen oder nicht Geld verdienen. Versucht mal wieder auf das Maß zurückzukommen, wo wir mit angefangen haben. Weil wenn wir das noch ein wenig durchhalten, ich glaube, dann werden wir alle extremst davon profitieren. Wer jetzt unterwegs ist und meint, er muss eine schnelle Mark machen oder einen schnellen Euro machen, der wird nicht viel davon haben. Das sind kurzfristige Geschichten. Genau, Nächstenliebe fängt da an, wenn man einfach Leuten vielleicht auch nur die Autotür aufmacht und sagt, kann ich dich vielleicht zum Einkaufen fahren? Ich trage seit Wochen für ältere Menschen Einkäufe in die oberste Etage, weil die einfach von ihrer körperlichen Verfassung nicht in der Lage sind,
diese schweren Körbe hochzutragen. Und da fängt für mich Nächstenliebe an und aktives Helfen. Und da gehört einfach nicht viel zu. Man kann einfach den Leuten aktiv helfen, indem man einfach sagt, kann ich dich zum Einkaufen fahren? Kann ich dir was besorgen? Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Du kannst dich jederzeit bei mir melden, wenn es dir schlecht geht. Und das sind ganz einfache Mittel, wo man wirklich den Leuten unheimlich viel unter die Arme greifen kann mit. Ich mag da auch nochmal diese Organisation, über die wir uns ja auch kennengelernt haben, Stützpfeiler nennen. Das ist auch ein eingetragener Verein, der sich ja auch da sehr engagiert. Ja, ich kann nur nach außen tragen, helfen, helfen, helfen. Bitte nicht auf den Euro jetzt gucken, der Euro kommt von alleine, wenn wir es richtig anfassen. Genau, die Stützpfeiler sind eine unheimlich engagierte Hilfsorganisation, wo ich auch Schirmherr bin und da auch wirklich nach außen hin dieses Prinzip helfen verkörper und wirklich auch die Stützpfeiler sich zu 100% für Menschen einsetzen, die wirklich Hilfe brauchen. Wir haben unheimlich tolle Hilfsprojekte laufen mit pädagogischen Reiten für traumatisierte Kinder. Wirklich Maßnahmen, wo man einfach sagen kann, das müssten mal die Großen tun. Denn gerade auch die Stützpfeiler mit ihren Mitteln und Maßnahmen wirklich unheimlich viel auf die Beine stellen. Gerade auch für Kinder und für psychisch erkrankte Menschen. Das sind wunderbare Dinge von den Stützpfeilern, die dort in kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurden und alle verantwortlichen Personen mit mehr als 100% hinter diesen Maßnahmen stehen. Ich verspreche, dass ich mich auch weiter mitkümmere. Wir werden auch nicht das letzte Mal, glaube ich, miteinander gesprochen haben, live gegangen sein. Wir werden jetzt in regelmäßigen Abständen berichten, ob sich was getan hat. Ich glaube, dass wir heute wirklich auch die Kreisverwaltung auffordern müssen, dringend zu handeln. Ja, also sie müssen eigentlich eher gestern gehandelt haben als heute. Können auch gerne bei mir mitfahren. Die können sich mit mir verabreden, können bei mir mit im Bulli mitfahren. Und ich werde gerne auch den Leuten zeigen, wo wirklich aktive Hilfe benötigt ist und wo man einfach die Verwaltungsebene ausblenden muss und aktiv den Leuten unter die Arme greifen muss und vor allen Dingen Heizung und Wasser wiederherstellen muss. Ja. Können sich gerne bei mir melden, jederzeit. Leute, lasst die Server heiß laufen. Ich sage es nochmal, das, was wir jetzt mal ad hoc machen können, vielleicht kann auch der eine oder andere eine Petition ausschreiben für Bad Neuenahr-Ahrweiler, dass da unbedingt gehandelt werden muss. Mike, gibt es noch was zu sagen deinerseits? Ich wünsche mir einfach für die Menschen, auch für das bevorstehende Weihnachtsfest, dass dort vielleicht doch der ein oder andere noch eine Freude in dem Fall hat, dass ihm wirklich aktiv geholfen wird und dass hier niemand frierend über das Weihnachtsfest kommen muss, dass hier wirklich alles dran gesetzt wird, dass gerade auch die vergessenen Wohnungen und Häuser Strom kriegen, Wasser kriegen, Heizung kriegen. Und dass hier die Leute nicht frierend im Schneeanzug das Weihnachtsfest verbringen müssen. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass es gibt so viele liebe Menschen da draußen, die helfen wollen, einfach auch hinfahren, sich drum kümmern, die genau. Menschen ansprechen, ihnen was Gutes tun, vielleicht irgendwas gekocht haben, mitzunehmen, sie zu verwöhnen. Das wird für uns alle ein ganz besonderer Heiligabend werden, wo man vielleicht mal nicht wie üblich in der Familie sitzt, sondern einfach im Ahrtal und gerade so in den Hotspots dann unterwegs ist und Gesicht zeigt und sagt, hallo, wir sind hier und was können wir? Lasst uns den Abend gemeinsam verbringen. Und einfach die Hand reichen und sich gemeinsam für die Menschen stark machen in dem Ahrtal. Und nicht die Katastrophe zu der nächsten Katastrophe werden lassen, sodass wir dann irgendwann wieder ganz andere Probleme haben und die Menschen wirklich zugrunde gehen in der Situation. Das ist halt wichtig und das ist eine Herzensangelegenheit auch von den Stützpfeilern und mir,
dass wirklich den Menschen, die bis jetzt vergessen wurden, sofort und unverzüglich geholfen wird und hier nicht auf irgendwelche Anträge verwiesen wird oder auf irgendwelche Verfahren, die noch schwebend sind und man mal erstmal die Zuständigkeit prüfen muss. Denn wir wissen alle, dass diese Leute Hilfe brauchen. Mike, du bist ein wahrer Engel. Vielen, vielen Dank. Auch wenn du nicht nach Engel aussiehst, aber... Wir haben ein großes Herz. Du hast ein unfassbar großes Herz, ja. Das ist für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich muss auch sagen, dass ich ganz, ganz viele Termine in meiner Heimat abgesagt habe, weil ich gesagt habe, ich kann das Buch nicht zumachen und ich fahre nicht nach Hause und mache irgendwelche Sachverständigengutachten, weil sich Leute über einen Fleck an der Tapete aufregen. Wir haben hier ganz andere Probleme und das hat mich persönlich auch zum Umdenken bewegt, wo ich sage, wir haben einfach unheimlich hohe Probleme, die eigentlich gar keine Probleme sind in der Heimat, denn hier im Ahrtal, die Menschen, die haben wirklich richtige Probleme und mit denen möchte ich nicht tauschen, da möchte ich aber aktiv wirklich denen zur Seite stehen und den Menschen mit meiner kompletten fachlichen und menschlichen Kompetenz unter die Arme greifen und für die Leute da sein. Und wenn wir Weihnachtsgeschichte schreiben können, je schreiben können in unserem Leben, ist es in diesem Jahr. Sehe ich auch so. Mike, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Und wir sehen uns. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch. Gerne. Und wünsche noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Bis demnächst. Sofern man das bei dem Besprochenen jetzt noch haben kann. Also ich sage dir ganz offen, es hat mich sehr berührt. Und ich werde jetzt nicht zum Alltag übergehen können. Was du zu erzählen hast, dass ich sehe es ja auch oft, aber nicht in der Fülle wie du. Lass uns den Menschen helfen. Das ist auch mein Appell an die Menschen. Danke dir. Alles Gute, schönen vierten Advent wünsche ich dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.